Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch, speziell für Behörden, der Vaughan Defense Tor Backpack. Vaughan ist ja im jagdlichen Bereich schon lange mit Rucksäcken unterwegs. Ziel ist es dabei gewesen, Jägern die Möglichkeit zu geben, im Gegensatz zum unbequemen Trageriemen hier eine Möglichkeit zu schaffen, das Gewehr bequem im Rucksack zu tragen, um da halt entsprechend leichter unterwegs zu sein, mit einem einfachen Handgriff die Waffe nach vorne zu bringen. Und genau das hat man jetzt hier auch bei dem Torrucksack für die Behörden umgesetzt. Wie ihr sehen könnt, auf den ersten Blick relativ unscheinbar. Ja, ich meine, wer genauer hinguckt, der weiß es, aber das ungeschulte Auge bzw. auch ein paar Meter Abstand reichen hier schon aus, um diesen Rucksack als klar zivil zu definieren. Den Tor gibt es in drei verschiedenen Größen, je nach Geschmäckle. Einmal in 18, 24 und 32, so ist die Bezeichnung. Die kleinste Version, der 18er, würde gut passen für eine MP7 oder hier für so ein Carbine-Kit für eine Kurzwaffe. Das würde da idealerweise reinpassen. Dann habt ihr die mittlere Variante, die passt für MP5s relativ gut. Und die große Variante hier zu sehen, die 32er, die würde passen für M4s oder AR-15 Varianten oder auch eine AUG. Bis von 10 Zoll bis ungefähr 16 Zoll, sagt der Hersteller. Wir haben jetzt hier eine 14,5 Zoll Waffe. Der Rucksack ist hier, wenn ihr mal schaut, das sind 60 cm in der Länge. Würde natürlich so nicht passen, obwohl hier der Stock jetzt voll ausgefahren ist. Auch dann würde es nicht passen. Also so in dieser Variante würde nur eine 10 Zoll Waffe passen. Aber Vaughan hat vorgesorgt und dann habt ihr hier zum Ausfahren noch so einen Schnippel. Das ist natürlich dann ein bisschen auffälliger, aber damit werdet ihr auch in der Lage, eine größere Waffe unterzubringen. Jetzt zeige ich das gerade nochmal mit der AUG. Da hat man nämlich einen besseren Überblick mit Zahlen. Die AUG ist genau 70 cm lang, so wie sie hier steht. Bedeutet, 60 cm wären zu wenig, 70 cm passen genau und da habt ihr sogar noch mal 10 cm Platz, weil der Rucksack bietet euch Platz für Waffen bis 80 cm. Verwendet wird hier 1000D Cordura mit 10.680 ballistischem Nylon. Wir haben Duraflex Buckles überall und YKK Reißverschlüsse selbstverständlich. Von der Größe her ist der Pack 60 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite. Und wenn man sich hier von der Seite anschaut, dann haben wir ungefähr 9 cm für das Waffenfach und 15 cm für zusätzliche Ausrüstung. Beim Tragesystem verwendet Vaughan Defense hier fettes Mesh-Material, um eine Polsterung zu gewährleisten. Das ganze System ist auch in der Höhe verstellbar. Dazu müsst ihr hier nur den Klett lösen. Entsprechend hier einmal aus der Lasche ziehen. Da kommt dann auch hier die Trägerkonstruktion zum Vorschein. Das ist ein Aluminiumrahmen, der unten drunter gelegt ist, damit da wirklich auch maximale Stabilität gewährleistet ist. Und jetzt könnt ihr hier entsprechend durch diese einzelnen Schlaufen gehen und dann das Pad nochmal ein Stück nach oben oder nach unten setzen. Das mache ich jetzt nicht, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Beckengurt ist nicht abnehmbar, allerdings könnt ihr die Flügel relativ schnell abnehmen. Na, wir haben ja auch die verwendeten Meshpolster, wie oben auch im Schulterbereich und an den Trägern. Und die Hüftflossen an der Seite, die haben jetzt hier Molle drauf. Da der Rucksack ja eher fürs verdeckte Tragen gedacht ist, ist Molle vielleicht ein bisschen auffällig. Aus dem Grund kann man die Hüftflossen auch entfernen. Dazu habt ihr hier diese beiden Haken, die werden einfach hier ausgehängt und damit bleibt dann das Mittelteil erhalten und die Flossen fallen weg. Natürlich ist der Rucksack nicht nur gedacht für den Transport einer Waffe, sondern auch alles, was dazugehört. Hier vorne habt ihr ein Frontfach, das mit einem umlaufenden Zipper zu öffnen ist. Und darin verbirgt sich einmal ein Mollebereich. Hier nochmal ein paar zusätzliche Schaumstoffpolster, falls benötigt. Auf dem Mollebereich könnt ihr dann Magazintaschen aufbringen. Und hier oben ist ein abgedecktes Klettfeld, was natürlich ideal ist dann für eure Behördenkennung. Damit diese Flappe hier unten nicht irgendwie herumflappt, kann man die hier schön zusammenrollen und dann hier in den Bereich darunter stecken. So, dann ist die nämlich komplett aus dem Weg. Und ihr habt eine slicke Front, bleibt nirgendwo hängen und könnt hier nochmal zusätzlich mit Ausrüstung arbeiten. Aber auch das ist noch nicht alles, denn dahinter verbirgt sich noch das eigentliche Hauptfach des Rucksacks.
Und das, wie ihr sehen könnt, ist amtlich tief. Sind zwar nur knapp 15 cm, aber wir haben hier die Möglichkeit, einen Helm unterzubringen, zumindest mal ohne Helmbeleuchtung. Und noch mal ein bisschen Ausrüstung an Zubehör. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Tasche reingesteckt, damit man sieht, wie viel da noch reinpasst. Hier habe ich auch noch mal Klettstreifen an der Seite, um da entsprechend noch mal mit Unterteilungen zu arbeiten. Ich habe hier Fixierriemen innen drin. Für den Helm selbst ist hier eine Fixierung drin. Also hier so ein herausnehmbares halbes Meshnetz, wo ich dann entsprechend eine Helmtasche formen kann. Also man hat wirklich alle Möglichkeiten, um hier im Hauptfach noch zu organisieren, unterteilen und Ausrüstung unterzubringen. Selbst die Flappe hier hat nochmal ein zusätzliches Meshfach. Dafür drehe ich den Rucksack einmal um, damit ihr das hier mal in der kompletten Länge sehen könnt. Also das geht wirklich über die ganze Fläche und bietet euch nochmal Platz für Kleidung oder sonstige Gegenstände. Am Boden habt ihr zusätzlich nochmal zwei Fächer für Magazine. Hier würden Kurzwaffenmagazine passen oder aber auch MP5, MP7. Von der Länge her gar kein Thema. Wird mit einem Duraflex-Buckel bedient, einfach verschlossen. Dann hätte ich die Möglichkeit, hier nochmal zwei Magazine unterzubringen. Geht natürlich nur in eine Richtung zu ziehen. Hier seht ihr den Einschub für die Waffe. Das wird einfach hier mit dieser Klappe verschlossen und dann hier eingehakt. Ein spezieller Mechanismus, den ich euch gleich zeigen werde, löst dann die Haken schnell und dann kann man hier eingreifen. Für den Eingriff für die Hand ist auch hier diese Aussparung gedacht. Das heißt, da greift die Hand rein und zieht am Pistolengriff oder am Griff der Langwaffe entsprechend die Waffe heraus. Um dann die Positionierung optimal zu gewährleisten, bringt euch Vorn hier diese Pads mit, die ihr dann entsprechend hier unterbringen könnt im Rucksack. Einfach so einbauen, wie ihr das entsprechend braucht. Also als Beispiel, ich setze jetzt mal hier oben ein Polster rein. Ich mache das, fixiere das jetzt mal nicht mit Klett. Und dann nehme ich hier die Glock im Carbine-Kit. Jetzt habe ich natürlich gerade das eine Pad zu weit nach oben gesetzt. Das muss ich andersrum reinsetzen. So, so ist das besser. So. Dann setze ich hier die Glock rein. Und dann könnt ihr sehen, dass die mit dem Magazin hier genau abschließt und auch genau hier im Zugriff ist, um da entsprechend schnell reingreifen zu können. Wenn ihr die Waffe ziehen wollt, müsst ihr auf der rechten Seite die Waffe in die Hand nehmen und dann auf der linken Seite hier an dem Ring entweder mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger geherzt daran ziehen, was die Vorrichtung auf der anderen Seite löst. Hier seht ihr den Eingriff, da greife ich mit der Hand rein, nehme die Waffe in die Hand, ziehe dann auf der anderen Seite. Ich mache es jetzt mal langsam, dass ihr es besser sehen könnt, kann dann die Waffe entnehmen. Zum Zurückstecken müsst ihr einfach nur eure Waffe in den Modus bringen, wie sie zurückgesteckt wird. Einen Ärmel oder einen Arm aus dem Rucksack entfernen. Dann könnt ihr hier die Klappe öffnen, entsprechend die Waffe wieder einsetzen und das ganze System verschließen. Das war's. Kurze Systeme habt ihr jetzt gesehen. Der Thor 32 kann aber auch lange Systeme wie das AR-15. Das funktioniert ähnlich. Wir haben jetzt leider keins in der entsprechenden Länge hier, aber dafür haben wir das AUG. Das AUG ist bekanntermaßen ein Bullpup-System, hat das Magazin hinten. Das heißt, man muss es ein bisschen anders da greifen. Das heißt, ihr greift ein, zieht am Magazin und dann müsst ihr natürlich umgreifen, weil hier ist kein Abzug. Und dann habt ihr entsprechend auch das AUG einsatzbereit. Zurückstecken. Genauso einfach wie das Entnehmen. Ein bisschen einmal drehen. Lauf nach oben. Dann hier am Ladehebel vorbei schieben. System einsetzen und hier entsprechend verschließen. Das passt. Ich habe jetzt hier ein breites Polster drin. Wenn ich jetzt ein kürzeres Polster nehmen würde, würde das auch ohne hier auszubeulen mit dem 30-Schuss-Magazin ohne Probleme passen. Geiler Pack.
Wir haben jetzt alles mit der starken Hand, mit der rechten Hand gemacht und mit links war der Auslösehebel. Das ganze System ist auf rechts ausgelegt, gibt es aber auch in der Linkshänder-Version. Also einfach mal bei Recon Company auf der Seite gucken, rechts oder links, kein Problem. Die Toa-Rucksäcke von Warn Defense sind wirklich für Behörden ideal, weil sie unauffällig sind. Gerade hier in dem Blau, so typisch für einen Kamerarucksack. Da fällt garantiert nicht auf, dass ihr da eure Langwaffe drin transportiert. Zusätzlich habt ihr noch Platz für Ausrüstung, von daher eine geile Sache. Gibt es exklusiv bei Recon Company in Deutschland. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da, liked das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.